Jetzt bin ich mal gespannt, wie hier Peppas Pig Zimmer aussieht. Okay, ich laufe doch nicht im Kreis. Ah! Ja, nee, da kommt man nicht vorbei. Was? Purer Scam. Purer Scam. Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe vorhin heute schon ja nochmal entkommen aus der Werkstatt gespielt. Und ja, es war mega witzig, mega cool. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache einfach noch ein Entkommen-Video. Weil Entkommen ist so das Spaßigste überhaupt. Aber diesmal nicht irgendein Entkommen, sondern ihr seht es ja schon, wer neben mir steht. Es ist Peppa Pig, Leute. Es ist Peppa Pig. Er ist back. Er ist back. Ja, hello friend. Hello, my friend. Ja, also ich spiele heute erstmal ein Entkommen aus Peppa Pig Island, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder Peppa Pig Home, Peppa Pigs Haus, keine Ahnung, aber jeder kennt sie auf jeden Fall, wenn man früher als Kind eine Serie geguckt hat oder einen Zeichentrick und dann gibt es auf einmal ein Spiel dazu, dann hat man so ein bisschen so ein Nostalgie-Feeling und das habe ich jetzt auch, ich meine, ich habe es jetzt nicht unbedingt geguckt, aber Peppa Pig, das sagt doch jedem was, oder? Und jetzt bin ich auch mega gespannt, wie die Stage hier ist oder wie sich das hier, wie das Spiel generell ist. Also genau, hier steht, hello my friend, my name is Peppa Pig, I know, ich weiß, dass du Peppa Pig bist, und and I am locked in my room. Daddy Pig and Mama Pig went crazy and now they are trying to... Okay, Mama Pig und Daddy Pig, die sind jetzt ein bisschen sauer und wollen jetzt ein bisschen, ja, keine Ahnung. Aber man kann hier auf jeden Fall schon mal hier Klamotten auswählen, was ich voll cool finde. If you want to buy clothes, okay. Alles klar. Ja, es kostet was. Es kostet einfach was. Ah, hier geht's runter. Alles klar. They filled Lava's Room. Leute, wir spielen erstmal mit Peppa Pig. The floor is lava. Naja, ja, ist doch cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hab mich kurz gefreut. Hier, es gibt hier Klamotten, aber die muss dann doch bezahlen. Also, nein, doch nicht. Ich fange jetzt einfach die Stage an. So, let's go, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hier Peppas Pig Zimmer aussieht. Mit dem Lava. Oh, ich muss ja wirklich über das ganze Spielzeug hier springen. Das ist ja mega cool. Es fühlt mich ein bisschen wie bei Toy Stories. So, und... Yes, bin in der Tür. Oh, bin schon im nächsten Level. Ja, richtig cool, okay. Ah, hier, ich glaube, ich muss hier drüber laufen. Das ist nämlich Checkpoint. Das ist nämlich Checkpoints. Oh nein, ich hasse dieses Schachbrettmuster. So. Yes! Yes! Okay, nice. Also, okay, ich glaube, ich muss da gar nicht drüber laufen, weil da tut sich einfach nichts. Ich glaube, das ist ja ganz normale Checkpoint hier. Und ich muss jetzt hier über die Fernbedienung laufen. Ich habe ein bisschen kurz Sorgen gehabt, dass hier links und rechts hier irgendwas rausgeschossen kommt. Aber nein. Puh, zum Glück. Nice Job. Danke, Peppa. So, jetzt bin ich mal... Boah, das war jetzt knapp hier. Was? Ich muss jetzt hier diese Messer entlang... Nein. Ja, also ich will eigentlich gar nicht entlang, muss ich sagen. Das war sehr knapp an dem Neonfeld dran vorbeigesprungen. So, okay. Yes, okay, also ich muss sagen, noch ist es recht einfach. Nein! Nein, wieso? Zum Glück war das ein Checkpoint. So, okay, die Äpfel hier, die Äpfel, das Obst schwebt hier in der Luft. Und muss ich jetzt da durch? Jo, tatsächlich. Ich muss jetzt hier durch den Lüftungsschacht. Okay, krass. Und auf jeden Fall ist hier auch noch Skip Stage. Man kann hier nebenbei noch die Stages skippen. Und wo bin ich denn jetzt hier gewesen? Oh, links oder rechts? Hä, wo soll ich denn herlaufen? Ich laufe jetzt einmal links her. Das hatten wir vorhin auch in dem Escape the Werkstatt OB auch geholfen. Okay, hä? Ich weiß gar nicht, wo ich hier herlaufen muss. Okay, hier, ich bin in der Sackgasse. Na toll. Na toll, in der Sackgasse. Okay, und hier hinten ist wahrscheinlich auch eine Sackgasse. Ah, nee, doch nicht. Es sieht hier alles gleich aus. Ich glaube, ich laufe gleich im Kreis. Nee, okay, wo muss ich denn daher? Oh Mann. Jetzt Sackgasse, okay. Okay, jetzt laufe ich im Kreis. Vielleicht dann links. Ich hätte doch lieber rechts herlaufen müssen. Okay, Leute, ihr wisst, lauft auf jeden Fall rechts her. So. Okay, ich laufe doch nicht im Kreis. Ah! Ich meine, es ist okay. Es ist okay, hier irgendwo herlaufen zu müssen. Aber, wenn man wenigstens, wenn die Wege nicht so lang wären.
So, hier bin ich ja, von da bin ich ja gekommen. Genau, von da bin ich gekommen. Und jetzt bin ich dann erst links hergelaufen. Jetzt schaue ich mal hier rechts her. Uff. Ja, es muss ja dahin gehen, ne? Okay, also ich brauche jetzt ungefähr bestimmt hier fast eine halbe Stunde, Stunde, einfach nur um aus diesem aus diesem Lüftungsschacht hier rauszukommen. Da, yes! Boah! Nein! Peppa Pig hat mich gefressen! Oder war das Daddy Pig? Ich glaube, es war Daddy Pig. Okay, wo bin ich jetzt hier? Auf der Zunge. Oh, it doesn't seem that we are inside Daddy Pig. Oh ja, yeah. Das glaube ich auch. Okay, mal schauen. Ah, jetzt einfach mal runterspringen. Oh Leute, das ist wie so eine Fall-Ubi. Okay, jetzt hier einfach so eine Fall-Ubi. Ja, okay, doch hier. Jump on the food and to escape. Okay. Hä, wo? Welches Food? Da hinten. Ah, okay. Ah, ich muss hier. Ich muss hier lang. Oh, das ist so viel zu weit, da kann ich doch nicht herspringen. Hä? Nein. Hä? Wo soll ich denn da herspringen, Leute? Oder ist hier noch irgendwo? Nee, gar nichts. Wie komme ich denn da jetzt am besten raus? Jetzt verstehe ich das hier nicht mehr. Also ich wäre, glaube ich, da runtergefallen, wäre auf den Burger gefallen, ne? So, dann laufe ich hier runter. Ich muss so da vom Käse abspringen, oder? Aber der springt nicht so weit. Oder muss ich hier ganz zum Schluss abspringen? Aber ich glaube, das schaffe ich doch nicht. Das ist doch viel zu weit, Leute. Okay, ich probiere es einfach mal aus. Ganz zum Schluss und... Da kommt man nicht hin. Was? Ah, ich habe einen Gravity Coil. Oh Mann, das sehe ich erst jetzt. Nein, doch nicht. Muss ich erst kaufen? Was ist das denn hier für ein Scam? Ja, wie soll man denn da jetzt bitte schön herspringen? Auf die Cookies, ja, aber wir müssen dahin. Alles klar. Aber Leute, Leute, wie soll ich denn dahin? Jump on the food to escape. Ja, ich springe doch viel zu kurz. Das geht doch gar nicht. Ich kann hier nicht entkommen, Leute. Das ist das, man kann hier gar nicht mehr entkommen. Aber komm, ja, ich glaube nicht, dass die Pizza jetzt da zu dem Gravity Coil. Also man muss sich, glaube ich, wirklich hier für 50 Bucks den Gravity Coil kaufen, um weiterzuspringen. Ich mache einfach Skip Stage. Was, das kostet auch 35? Ey, das ist hier wirklich ein Scam, Leute. Das ist hier, das ist meiner Meinung nach ein richtiger Scam. Weil wie willst du sonst hier, ich probier's nochmal. Das geht nicht. Wie soll man denn hier entkommen? Leute, das ist... Oder ich habe vielleicht eine Idee. Vielleicht könnte ich ja... So. Nein, okay. Sofort. Sofort weg. Man verliert sofort. Das kann nicht sein. Oder muss ich hier wirklich hier drüber herlaufen? Über die Pizza? Aber was macht die Pizza denn hier dann? Ich meine, die bewegt sich ja nicht, oder? Die Pizza bewegt sich nicht. Ne, ich kann auch... Ich habe schon überlegt, ob ich hier an den Rändern herlaufen muss. Aber ne, der sagt ja... Peppa sagt ja, jump on the food. Aber hier, da passiert gar nichts. Was ist das denn bitte? Also ich muss... Ah, hier ist da was? Nee. Ich muss wirklich sagen, das hier ist wirklich purer Scam gerade. Man, vor allem jetzt der Gravity... Ich weiß nicht, war der Gravity Coil vorhin auch schon da? Und dass man ihn kaufen konnte? Ich glaube, man kann ihn jetzt kaufen. Nein, ich will keine Freunde einladen. So. Vor allem nicht in diesem Scam-Spiel hier. Uff, das ist hier jetzt aber... Ja, nee, da kommt man nicht vorbei. Was? Was passiert denn hier, Leute? Das ist sehr, sehr merkwürdig, meiner Meinung nach. Also, wenn man, schaut mal. Man kann nicht so weit springen. Und wie soll man hier von der Pizza auf den Cookie draufspringen? Und hier von dem Käse, das ist ja noch die eine Möglichkeit, hier von dieser Käse-Ecke loszuspringen oder so weit zu springen, um da hinzukommen. Genau ungefähr dahin, wo meine Maus jetzt hin zeigt. Aber das geht einfach nicht, weil der nicht so weit springt. Und jetzt habe ich hier aber einen Gravity Coil. Den kann ich hier kaufen, aber für 50 Bucks. Robux. Für 50 Robux. Damit ich diese Stage schaffe. Oder ich skippe die Stage, muss dann aber auch 35 Robux kaufen, was ein bisschen weniger ist. Aber... Nur einmalig. Und ich muss sagen, da sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, irgendwo hier was zu kaufen, nur damit ich eine Stage schaffe. Also da muss ich sagen, da gefällt mir No Jumping Obi schon ein bisschen besser. Weil da kann man... Ich finde, Items sollten ja wirklich nur dafür dienen, um ein
um die Stages leichter zu machen. So. Aber eine Stage zu schaffen oder die nur schaffbar ist, wenn man ein Item kauft, das ist für mich Scam, Leute. Das ist Scam. Ja, also hier, Pepper, nee, weißt du was? Ich will hier gar nicht mehr entkommen. It seems that we are in the stomach of the pig. Okay. Jump on the food to escape. Aber ja, hier passiert gar nichts mehr. Leute, spielt das Spiel nicht, das ist hier purer Scam. Es sei denn, ihr wisst zufällig, ob es hier irgendwie einen Lösungsweg gibt oder so. Oder übersehe ich gerade irgendeine krasse... Ich überlege nochmal. Übersehe ich gerade hier irgendetwas? Aber ich glaube nicht, oder? Weil ich bin von da oben runtergefallen. Na, wenn ich von da oben runtergefallen bin, bin ich auf die Pizza gefallen. Und da oben ist der Checkpoint, falls ich in die Magensäure da reinspringe. Und drumherum ist auch kein anderes Food mehr. Kein Essen mehr. Ja, nee, das schafft man nicht. Das schafft man wirklich nicht. Ja, Leute, das war's wohl mit Peppa Pig. Purer Scam. Purer Scam. Ja, wenn ihr aber sagt, Donny, wir wollen... Ah, das ist noch ein anderer Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt, wer es macht. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wer es macht. Also das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch gemeinsam an. Hier, ob er sich dann auch... Hi. Ja, hi. Das funktioniert hier aber nicht. Der hat hier wahrscheinlich Gravity Coil. Naja, okay, vielleicht kauft er sich das jetzt auch nicht. Oder vielleicht braucht er jetzt auch erstmal 10 Minuten, um zu checken, dass das hier ein Scam ist. So wie ich gerade. Aber ja, aber wenn ihr sagt, ey, nein, Donny, wir wollen wissen, wie es weitergeht mit Peppa Pig, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und da steht, do you want to finish the OB? Okay. Dann schreibe ich ihm jetzt einfach yes. Ja, genau, seht ihr, das geht so. Geht nicht. So, ja. Auf jeden Fall, wenn ihr erfahren wollt, wie das hier ausgeht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich mir diesen Gravity Coil kaufen. Aber wenn ihr sagt, nein, Donny, das ist ein Scam, das brauchst du echt nicht machen, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es ein Scam ist für das Spiel. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!